eine Minute weiter so, da geht doch 120. Das ist ja immer irre. Soll ich mit 120 über die Weiche? Nun warte doch ab. Das geht natürlich nur, wenn die Automatik ausgeschaltet ist. Und in dem Augenblick, wo die raus ist, treten die Notbremsen in Funktion. Das bedeutet also, alles was drin ist und dann im Stand durchfahren. Die Bremsen lösen sich wieder, wenn die auf dem anderen gleich sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ist das klar? Roger. Der 109er von der anderen Richtung. Die 500 Meter. Ohne Automatik. 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Kommando steht bereit. Können wir ihn halten lassen? Selbstverständlich. Jetzt kann er überall und so lange halten, wie er will. Wir sind Flugnummer 890. Die Passagiere gehen bereits an Bord. Ausgang B4, bitte. Nach Übergabe des Lösegeldes hat der Bombenleger genaue Instruktionen zur Entschärfung der Bombe in einem Café in Shimbashi hinterlegt. Der Umschlag mit diesen Anweisungen ging verloren, als ein in dem Café ausgebrochener Brand das Gefühl Hilfe! Ich ersticke! Ich kriege keine Luft mehr! Alles stürzt ein! Alles stürzt zusammen! Hilfe! 89, 87, 85 und stabil. Gut so. Und denk dran, keinesfalls weiter runtergehen. Roger. Ist schon soweit. Der Tokyo Express nähert sich. Der Tokyo Express nähert sich. Kameras ab. Tja, wie die Dinge liegen, schien es uns geraten, für den Rest des Tages alle weiteren Expresszüge zu streichen. Wann trifft der Tokyo Express in Hakata ein? Unter normalen Umständen wäre die fahrplanmäßige Ankunftszeit 17.36 Uhr. Wir müssen also so viel Zeit wie möglich gewinnen, das wissen Sie ja. Und deshalb haben wir die Höchstgeschwindigkeit auf 120 herabgesetzt. Somit verzögert sich die Ankunft auf etwa 21 Uhr.